So, zu allerallererst Myrrhum, Girugon, Gwendolyn und Yallen heilen. Yallen wird wieder ein Problem, aber der verabreicht mir einfach ein paar vierblättlige Einbeeren, dann passt das schon. Ein paar mehr werden es wohl noch werden müssen. Ein Punkt. Na komm schon. Zwei Punkte. Oh, fünf Punkte. Fast voll. Sehr schön. So, Talent anwenden. Heilkunden wunden. Myrrhum. Acht Lebenspunkte. Das ist doch schick. Dann war das auch noch Girugon, obwohl Girugon nicht so sehr angeschlagen war. Nochmal acht Lebensenergie. Und Gwendolyn. Auch acht Lebensenergie. Sehr schön. Tiere kann auch noch ein ganz bisschen vertragen. Man weiß ja nie, was noch so auf uns zukommt. Da sollten wir schon... Oh, hat nicht geklappt. Sollten wir schon vorsichtig sein. Haben wir denn noch ein paar Einbeeren so über... Wir haben Wirselkräuter. Die sind auch sehr schick. Aber keine Einbeeren mehr. Na gut, sie hat 8 Wirselkräuter. Und sie hat 5. Da können wir ruhig zwischendurch mal welche essen. 10 Lebensenergie. So viel wie ein Heiltrank. Sehr praktisch. Aber normalerweise halt auch sehr teuer. Wir hatten halt nur Glück beim Kräutersammeln. So, wie sieht es mit den Lebenspunkten denn so aus? Fast voll, voll, fast voll. Gwendolyn. Gwendolyn sollte auch noch ein, zwei essen. Also, ein, zwei wäre Verschwendung. So. Das sieht doch schon gleich viel besser aus. Und hier in der Nische waren jetzt die ganzen Käfer. Haben die denn irgendwas bewacht? Gibt es hier irgendein Nest? Nö, anscheinend nicht. Na gut, dann gehen wir weiter durch diese skurrile Höhle, wo da ein Bär ist, hier irgendwelche Käfer und dazwischen überall Goblins rumwuseln. Hier forsche ich auch nochmal ganz kurz, damit die Karte aufgedeckt wird. Hier drin waren wir schon. Oh, mehr Goblins, aber es sind nur 4 Stück. Da machen wir gleich Computerkampf, keine Magie und sehen uns das Schauspiel von der Ferne an. Auch wenn die Elfen jetzt schon wieder so stehen, dass sie gleich in den Nahkampf gehen wollen. Genau. Und Talana wahrscheinlich auch gleich ihren Zauberstab zückt und schreiend auf die Goblins zuläuft. Aber selbst wenn sie rankommen, so viel Schaden wird sie schon nicht abbekommen. Außer jetzt gehen gleich 2 Goblins auf sie los. Okay. Na gut, das hat sie sich selbst zuzuschreiben. Aber ich denke mal, das wird nicht allzu schlimm. So, die Elfen prügeln zusammen auf einen armen Goblin ein. Der andere flieht, wird von Tirik abgeblockt. So lobe ich mir das. Und schon ist das Ganze vorbei. Gucken, ob der Goblin noch erwischt wird. Nee, ist weg. 4 Schwerter. Das wäre eigentlich schon ein bisschen was wert, aber zu viel Gewicht. Also lassen wir es da. 6 Abenteuerpunkte. Können wir mal wieder abspeichern, ist ja auch schön. So, sonst ist hier in dem Raum nichts. Da haben einfach wohl nur die Goblins rumgelungert. Hier ist noch so eine kleine Nische, aber diesmal ist da nichts drin. Hier liegen 2 Goblin-Leichen, die allerdings nur ihre Kleider am Leib tragen. Schon wieder tote Goblins. Also nicht die Goblins, die wir jetzt schon mehrfach getötet haben, sondern dabei auch ein verletzter Goblin gewesen am Anfang der letzten Folge. Und ich sollte mir angewöhnen, immer nur einzelne Schritte zu gehen. Denn ich habe eben gerade schon wieder den Text weggeklickt. Und wir haben da echt Glück, dass wir den immer wieder angucken können. So wie bei den Bären auch. Das hätte ich sonst verpasst. Also ja, immer nur einzeln Pfeiltasten drücken. Nicht hintereinander her spammen, um möglichst schnell voranzukommen. Außer man kennt den Weg schon, dann ist das okay. So, wie jetzt. Hier waren wir auch schon. So, aber ab hier wieder langsam vorantasten. Hier ist nichts. Dann geht es nur noch da weiter. Jetzt sagt mir nicht, dass das schon die Höhle war. Ah, mehr Goblins. Computerkampf. Nein. Und Goblins niederschlagen. Und diesmal dürfte Talana auch gar keinen Weg haben. Sehr schön. Da hat sich die Heldengruppe einfach mal abgesprochen. Wir blockieren jetzt einfach Talana den Weg. Der kann sie keinen Unfug machen. So, Nummer 1 ist weg. Nummer 2 fällt bestimmt auch gleich.
Also sind definitiv sehr viele Goblins. Also ist es wahrscheinlich doch eine Goblinhöhle. Ich hatte ja zuerst gemutmaßt, dass es einfach nur so unterwegs hier ein paar Goblins reingetrieben haben. Weil es halt komisch war mit den Käfern. Und den Bären. Also wenn ich ein Goblin wäre, und Goblins sind allgemein recht feige eigentlich, dann würde ich mich nicht in einer Höhle einnisten, wo aggressive Käfer und ein Höhlenbär sich rumtreibt. Oh, drei Helme. Wir haben eigentlich Helme, oder? Ich nehme die trotzdem mal mit und gucke sie mir gleich mal an. Und 24 Abenteuerpunkte. Oh, die müssen irgendwie höherstufig gewesen sein. Auch wenn man davon nicht viel mitbekommen hat. So, Lederhelm. Haben unsere Elfen aber schon, ne? Ja. Na gut, ist irgendjemand überlastet durch die Lederhelme? Sonst nehmen wir die einfach mit und vertickern die. Ja, das passt soweit. Also, schön wieder Schritt für Schritt vorgehen. Hier wird wohl ein kleiner Raum sein. Dies ist offensichtlich die Schatzkammer der Goblins. Oh, in einer Ecke liegt ein kleiner Haufen funkelnder Silberstücke. Und vier Goblins. Da können wir gleich wieder Computerkampf machen. Aber ja, die Schatzkammer der Goblins und ein kleiner Haufen Silberstücke. Wobei man denken muss, dass 10 Silberstücke eine Dukate ist und wir haben über 160 Dukaten mit uns. Also ich denke mal, unser Haufen Silberstücke ist größer als deren Haufen Silberstücke. Aber sei es drum, jedes bisschen hilft. So können wir uns noch ein paar Kräuter holen. Wir brauchen ja immer, wenn wir unterwegs sind, einige Tanelen. Und die findet man komischerweise nicht ganz so häufig. Also irgendwie finden wir die Wirselblätter und die Einbeeren häufiger als die Tanelen. Obwohl die Tanelen wesentlich günstiger sind. Aber sei es drum. Oh, und wir brauchen noch unsere Schuppenpanzer. Also sobald wir ein, zwei Level gemacht haben, wollen wir ja für Girugon und Terek die Schuppenpanzer kaufen. Und das sind, glaube ich, 100 Dukaten pro Stück. Das könnten wir uns jetzt schon gar nicht leisten. Also sollten wir doch ein wenig auf unser Geld achten. So, Nummer 4 fällt auch. Sehr schön. Lederzeug, nein. Eine Dukate, 5 Silberstücke. Und wieder genug Erfahrungspunkte, um einmal abzuspeichern. So, wo ist jetzt dieser Haufen Silberstücke? Den hätte ich doch ganz gerne. Ich sehe keinen Haufen Silberstücke. Oder wollte mir jetzt sagen, dass diese eine Dukate und 5 Silberstücke das, was deren Haufen war? 15 Silbertaler. Das wäre albern. Aber das sieht echt so aus. Hier sind keine Geheimgänge. Keine Fenster, die aufgehen. Also Textfenster. Ich gehe nochmal rein. Nö. Das war jetzt enttäuschend. Hier wäre auch prädestiniert für irgendwelche Geheimgänge. Aber es ist nur eine einfache Goblinhöhle. Da wird es wahrscheinlich keine Geheimgänge geben. Vor euch in der Wand ist ein Loch. Wollt ihr hineingreifen? Hält sich eigentlich in Grenzen. Aber wir haben hier recht neugierige Helden, also sagen wir mal ja. Terek wurde von einer Ratte gebissen. Die Wunde sieht ziemlich tief aus. Autsch. Oh, da sollten wir mal vorsichtshalber Talent anwenden, heilen Krankheiten bei Terek. Der letzte Heilversuch ist noch nicht lang genug her. Also ein Rattenbiss? Krank, genau. Ist nicht gut, ist ganz und gar nicht gut. Nee, er ist der Einzige. Also es ist schon mal nicht hoch ansteckend. Oh, wir können gucken bei der Krankheit. Zack. Bei Terek hat sich eine Wunde entzündet. Kaum berührt man sie, quillt Eiter daraus hervor. Ja, das ist schon mal eklig. Aber mit Wundbrand ist echt nicht zu scherzen. Das war ja auch eine der Haupttodesursachen im Mittelalter. Nicht Blutverlust, sondern eher die Krankheiten danach. Und das war jetzt der Dungeon. Also Terek müssen wir im Auge behalten. Wollen wir nochmal hineingreifen? Ist das echt nur ein Rattennest? Also ich würde jetzt gerne wissen, ob das Loch unten auf dem Boden ist oder ob das wirklich eine Nische ist, so in der Mitte angebracht auf Körperhöhe. Weil das eine wäre halt dann wirklich nur ein Rattenloch und da wird nichts drin sein. Außer die Ratte hat jetzt irgendwie einen Kettenpanzer da reingeschliffen, wie auch immer. Aber wenn das auf Brusthöhe wäre, dann wäre es von den Goblins gemacht. So eine kleine Art extra Schatzkammer oder Lagernische oder so. Greifen wir einfach nochmal rein.
Ja, Tirik wurde wieder von einer Ratte gebissen. Armer Tirik. Aber dann scheint es wirklich nur ein Rattennest zu sein. Wenigstens die Information hat er uns jetzt beschert. So, hier war überall nichts. Ich will noch einmal in die Schatzkammer reingucken. Aber kommt kein Text. Dann sind wir hiermit wohl durch. Schade, schade. Oh, da ist noch eine Nische, wo wir nicht drin waren. Aber es ist halt nur eine einfache... Aber es ist halt nur eine einfache Goblinhöhle, da sollte man nicht zu viel erwarten. Also, raus hier. Ihr verlasst müde und schlapp diese Höhle und setzt euren Weg nach Orkanger fort. Jetzt hoffe ich mal, dass genug Zeit vergangen ist, dass wir Talent anwenden können, heilen Krankheiten, Tirik. Nö, es ist nicht. Schade. Na gut, wir sind in Orkanger. Wie spät haben wir es? Wir haben es 20 Uhr, die Geschäfte haben gerade zugemacht. Na gut, dann suchen wir mal ein Gasthaus. Essen mal wieder ordentlich, ist ja auch schon eine Weile her. Und schlafen in einer Suite. So. Und Talana versucht sich an ihrem Stabzauber. Misslungen. Na gut. Tirik fühlt sich nach einer beinahe schlaflosen Nacht eher schlechter als besser. Ja, aber jetzt dürfte hoffentlich genug Zeit vergangen sein. Ich will ihn hier endlich heilen. Das ist auch schade, weil ich habe ja vorher eigentlich ein Heilkunde-Wunden auf ihn angewendet und keine Heilkunde-Krankheit. Aber das Heilkunde-Wunden überschreibt auch zukünftige andere Heilkunde-Versuche, also Gift und Krankheiten. Das finde ich ein wenig schade. Denn das eine ist ja wirklich nur eine Bandage anlegen und vielleicht ein bisschen Wunden säubern. Und das andere ist wirklich mit Kräutern da rangehen, das Ganze desinfizieren und dergleichen. Aber na gut. Also, Talent anwenden, heilen Krankheiten auf Tirik. Das kann doch nicht angehen. Der letzte Heilversuch ist noch nicht lange noch her. Das sind jetzt anderthalb Tage gewesen. Körperkraft hatte bisher einen verloren. Was sagt die Krankheit? Immer noch das gleiche wie vorher. Na gut. Wir müssen noch zu einem Waffenhändler, denn die Pfeile gehen uns langsam aus. Und wir können danach mal zum Heilkundler gucken. Gero von Vexkaia. Können wir hier unsere Helme verkaufen? Ich glaube nicht, aber ein Versuch ist es wert. Nö. Schade. Hast du irgendwas im Angebot, was wir gebrauchen könnten? Proviant haben wir nicht allzu viel. Aber wir können es ein wenig verteilen und einfach in den nächsten Nächten jagen gehen. Dann müsste es eigentlich reichen. So, also Proviant brauchen wir keins. Schleifstein haben wir gar keinen. Nö. Also, Heiler. Das ist ein Tempel. Ich glaube, Rosa war Heiler. Gucken wir mal, wie teuer der ist. So, wir haben eine Krankheit. Tirik. Für 54 Silberstücke. Tirik hat Wundfieber. Ja, das wissen wir auch. Danke. Nein. Da ist Tirik zu geizig für. Was sagen denn die Zauber, die wir haben? Clarum Plurum. Carum Purum ist eigentlich Gegengift. Und kein Krankheiten. Balsam heilt, glaube ich, nur wirklich die Wunden, also die Lebensenergie. Das heißt, es gibt keinen Zauber, um Krankheiten zu heilen. Das finde ich doch komisch. Oder ich übersehe irgendwas Offensichtliches. Also wir testen mal ein bisschen aus. Erstmal gehen wir von diesem teuren Heiler weg. Und dann macht Yallen Heilung Balsam auf Tirik für nur 5. Um zu gucken, ob dadurch vielleicht das Wundfieber weggeht. Nein, geht es nicht. Nächster Versuch. Yallen. Heilung. Clarum Purum. Auf Tirik. Misslungen. Okay, bei minus 4 war es ja auch irgendwie abzusehen. Versuchen wir aber nochmal. Clarum Purum. Tirik. Misslungen. Hat Mirum das vielleicht auch? Zauberfertigkeiten. Clarum Purum auch minus 4. Sehr schön. Mirum, Heilung, Clarum Purum.
definitiv ein Zauberspruch, der auch noch gesteigert werden muss. Misslungen, ein Versuch noch, danach ist mir das langsam zu albern. Misslungen. Na komm, sie hat genug Astralenergie. Einmal noch. Heilung. Clarum Purum. Tirik. Tirik ist doch gar nicht vergiftet. Ah. Okay, also anscheinend gibt es wirklich keinen Krankheit-Heilzauber. Was schade ist. Außer der Hexenspeichel wäre dafür zuständig. Aber wir haben keinen, der den hoch genug hat. Ah, Talana ist eine halbe Hexe. Kann sie vielleicht? Hexenspeichel minus 19. Nein. Okay. Haben wir hier vielleicht irgendwas? Nö. Na gut, dann müssen wir halt unsere Reise fortsetzen, nachdem wir abgespeichert haben. Und dann unterwegs versuchen, das nochmal zu heilen. Obwohl ich es echt komisch finde, dass wir bisher noch nicht wieder versuchen konnten, ihn zu heilen. Denn wir waren ja in der Höhle. Aus der Höhle sind wir raus. Dann sind wir bis nach Orkanger gereist und haben dann eine Nacht übernachtet im Gasthaus. Das müsste eigentlich mehr als genug Zeit gewesen sein. Na gut. Ein Rondra-Tempel. Da haben wir noch nicht gespendet. 100 Silberstücke. Bitteschön. Und speichern LP 38. Und bis gleich.